Hallöchen und ein freundliches Servus von meinem einen. Ich grüße euch ein weiteres Mal und willkommen bei Fallout 4 an diesem Montagmorgen. Und es ist einige Zeit her, dass ich Fallout 4 gespielt habe und ich dachte mir, ich hau's mal wieder rein. Sonst wird man damit ja nie fertig, ne? So, okay. Natürlich ist es wieder ein bisschen her und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Bin wundert, ich weiß eigentlich nie irgendetwas. Und deswegen lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen, wo wir sind. Die erste Erkenntnis ist, wir sind Level 41. Das ist doch gar nicht mal so schlecht für einen Anfang. Das läuft. Und ich glaube, es ist ein Update rausgekommen, ein weiteres. Also meine PlayStation hat es runtergeladen. Oder ich glaube, ich habe es mal angeklickt, ne? Irgendwann mal, als es rauskam und runtergeladen, aber nicht weiter beachtet. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, das ist das Vault Pack, dass man sich eine Vault bauen kann. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Mal gucken. Ah, ich habe was zu trinken da, das ist schön. So. Gut, das ist besser. Wir haben direkt Erfahrungspunkte bekommen. Ah, eine Nachricht von Vortec. Den Funkstreif von Vault 88 ein. Na, wen haben wir denn da? Ach, Kate. Okay, Kate. Nicht schlecht. Na, da gucken wir doch mal, was man uns zu ihm gesagt hat. Vault 88. Was haben wir denn hier? Sämtliche verfügbaren Vault-Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Untersuche Vault 88. Die Frage ist nur. Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Ein Notfall. Authentifizierungscode Impisch. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. So. Ist es das? Eine Nachricht von Vault-Tech? Somerville Place, Virgil im leuchtenden Meer finden. Satellitenstation finden. Dann haben wir hier wieder die Bruderschaft. Atomictron. Deacon mit Paladin Dan sprechen, mit Hancock sprechen. Pläh. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hatten wir hier irgendwas vor? Es ist ja hier eigentlich nichts in der Nähe, was Quests betrifft. Da würde ich mal sagen, wir sprechen mal eine Runde mit dem guten, na, wie heißt er denn jetzt? Hancock! Genau. Das hört sich ziemlich einfach an. Ich glaube, das müsste gehen. Findest du Kämpfe zu schwer oder zu leicht? Du kannst die Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern. Das ist ja nett. Aber im Moment bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit der Schwierigkeit. So, okay, Hancock ist hier in seinem kleinen Labor. Wir haben übrigens 3 Level-Ups. Ich guck mal, was man da machen kann. Oh, mir fehlt die Musik zum Aufleveln. Da macht das Aufleveln gleich noch mehr Spaß. Oh, das habe ich ja schön gelevelt. Ah, ich glaube, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich leveln soll. Wahrscheinlich habe ich deswegen 3 Level up.
kannst Expertenschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Genauso wie der Arzt oder mehr Schaden wäre, glaube ich, auch von Vorteil. Experte. Meister. Das ist nicht so wichtig, dass die Haarklammern brechen. Das ist okay. Völlig Wiederherstellung der Gesundheit. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. So, okay. Ich glaube, grundsätzlich ist das doch gar nicht schlecht. Da können wir jetzt alle Computerterminals hacken von der Schwierigkeit her und alle Schlösser knacken. So wie die komplette Gesundheit stellt sich wieder her. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Sie hat diesen "Ich stech dir mit einem Schraubenzieher die Augen aus" Look. Genau wie meine alte. Okay. Den Look hat meine Frau übrigens auch. Na, so schlimm ist das Ding jetzt auch nicht. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Natürlich. Die Frage ist nur, wo ist Hancock? Okay. Wo haben wir denn den sonstiges? Ich glaube, das können wir mal kurz aktivieren. Das können wir deaktivieren, das funktioniert nämlich nicht. Ah, da ist er ja. Hancock. Na, Kumpel. Hey, Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, sich so gegen Bobby zu wenden. Ja, alles geregelt, hatte keine Wahl. Sie hat mich hier reingelegt. Ich glaube einfach, wir nehmen ein ganz lockeres. Es tut mir leid. Alles. Hey. Das ist Good Neighbor. Nichts für ungut. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Was ist mit Good Neighbor? Nicht mein Problem. Komm mit mir! Yeah, aber der ist ja der Bürgermeister. Kannst du Good Neighbor einfach verlassen? Bist du nicht der Bürgermeister? Hey, ne? Bürgermeister ist Bürgermeister. Egal, ob er vor Ort ist oder nicht. Ich bin schon oft weggegangen. So bleibe ich ehrlich. Die Macht darf mir nicht zu Kopf steigen. Darum geht's nicht, wenn man Verantwortung für Good Neighbor trägt. Na dann. Raus willst, warum kommst du nicht mit mir mit? Ja, das gefällt mir. Du siehst mir nach der rechten Art von Ärger aus. Lass mich nur erst mit meiner Gemeinde reden. Ihnen die Neuigkeit verkünden. Okay, cool. Da könnten wir Hancock mitnehmen als Begleiter, oder was? Das wäre mal voll cool. Aber zuerst kümmern wir uns um die Kate. Bevor wir uns dem Hancock zuwenden. Hey, kommt alle her. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit. Hört alle her. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen. Sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Wo kann man frei leben?
ohne Vorurteile. Aus dem Volk, für das Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Ha! Das Prinzip der Stadt gefällt mir. Hancock? Boah, da muss es doch jetzt gerade nicht. Na gut. Hancock, hättest du es auch kurz noch hier auf dem Balkon besprechen können. Na, wo ist er denn hin, Hancock? Power-Rüstung? Ja. Und gegen was willst du denn kämpfen? Das ist ja. Im Hotel Rexford gibt's Zimmer, falls du was Bequemeres als einen Schlafsack auf dem Boden haben willst. Ach, Schlafsack reicht uns aus. Das ist das Ödland. Danke für den Tipp, aber nein, danke. Nachdem wir hier mit dem Hancock gesprochen haben, müssen wir mal kurz ins Inventar schauen. Das ist ja schon etwas länger her. Mal gucken, was da überhaupt dabei ist. Hancock. Hey, Hancock. Das ist also, bist du bereit, loszuziehen? Noch nicht ganz. Jetzt nicht. Wie du meinst. Yo, cooles Ding. Ja. Einmal kurz ins Inventar reinschauen, wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Einhäscherer? Ah, 355 von 360. Na, zum Glück haben wir reingeguckt. Da würde ich mal sagen. Ja, den lassen wir mal stehen. Einmal kurz zu. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Na, zum Glück magst du uns. Dann lass mal sehen, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Jo, das hört sich gut an. Das Gauss-Gewehr, das brauchen wir nicht wirklich, aber eine Ladung Öl, wenn du es da hast. Das nehme ich gerne mit. Wie sieht es kohlemäßig aus? 8000, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, sie hat kein Öl mehr. Nein! Clio, warum nicht? Öl können wir immer gebrauchen. Blei, Kupfer. Na, ich flipp aus. Die gute Frau hat kein Öl mehr. Okay. Trotzdem danke. Wir bewegen uns mal ganz schnell nach Sanctuary. So, ein bisschen was ablegen. Oh ja, Roboterwerkstatt. Bald bist du mein. Vielleicht sollte man da ein bisschen die Hauptstory weiterspielen, damit wir mal die Dinge angehen können. Ne? Die Map Packs. Weil mir wurde gesagt, ich sollte lieber davor die Hauptstory durchspielen. Und ich traue dem jetzt einfach mal. So, aber davor gibt man mal ein paar Waffen ab. Das wäre vielleicht von Vorteil. Da ist ich auch so. Alter Mama Murphy. So, okay. Was haben wir hier? Das sind Waffen für die Bewohner. Dann gucken wir mal, was wir da haben, was wir abgeben können. Die Atommine lassen wir mal drin. Den Einäscherer vielleicht. Impulsgranate, Impulsmine, Kronkorkenmine. Alter, das ist ein böses Teil. Kyrogranate, Kyromine. Alter Schwede, gar nicht mal so schlecht. Plasmagranaten. Boah. Da würde ich mal sagen, wir hauen hier mal eine rein. Hier haben wir eine rein. Hier hauen wir eine rein. Eine davon. Eine Kronkorkenmine. Ist immer gut, wenn man ein bisschen was noch in der Hinterhand hat. So, was haben wir denn noch da? Die rechtmäßige Herrschaft. Brutal und mächtige Pistole. Da ist hinterlegt. Haben wir alles in Benutzung? Okay, waffentechnisch haben wir alles in Benutzung. Wie sieht's hier aus? Angezogen.